Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge. Heute mit allen außer Christian. Hallo. Und es gibt heute die große Monster Truck Challenge. Und zwar im Zweier Team Pack. Wir haben einmal das Team Jay und Sebastian. Jay fährt und Sebastian muss ihn führen, denn Sepp weiß, wo die ganzen Monster Truck, Monster Stunts sind, weil er eine Karte hat. Ich kenne einen. Richtig. Einen und ich hasse ihn. Das gleiche Prinzip ist bei Bram und mir, nur dass ich fahre und Bram mich sozusagen anleiten muss, wie bei so Motorsport-Dingern. wir haben eine halbe Stunde Zeit, wer in der Zeit die meisten Monster-Trucks schafft, Monster-Stunts schafft, meine Fresse, der gewinnt. Und von mir aus können wir uns dann jetzt verpissen, Bram und ich uns einfach in einen anderen Channel und ihr nehmt eure Zeit selber. Okay. Yes. Bis gleich. Let's go. 2, 1, Zeit läuft. Wohin? Links, oben auf die Brücke drauf. Weißt du wie, oder? Oben auf die Brücke, okay. Oben auf der Brücke ist ja ein Monster-Stunt. Ja, hast du mit dem an. Ja. Durch ja, die da ist an der Brücke, kann man runterspringen. Okay. Da ist direkt einer. Ja. Ich. Du bist schon zu weit. Nein. Du musst doch Gas geben. Du musst doch Schwung haben. Ja, du musst okay. Da die Brücke fair fahren. Los in 3, 2, 1. So, du fährst jetzt einfach hier links geradeaus. Unter der Brücke durch. Und zwar kommt dann nach der Brücke, kommt auf der linken Seite ein Parkhaus. Jetzt irgendwo. Hab auch da hier irgendwo. Ja, irgendwo hier. Moment. Stopp. Wo auch die Alita Street. Achso, ja, die wollen da hochfahren. Halt, den wollte ich als zweites nochmal auf die Straße hier springen wir. Ja, von da oben, von dem Parkhaus aus. Ja, genau, von dem Parkhaus aus. Perfekt. Ja, ich war gerade so, okay. Läuft. Sieht auf die Map aus. Hä? Was war das denn? Das haben wir mich auch gefragt. Okay, Gas! Also ich würde sagen Gas. Hier, oder? Ja, einfach oh geradeaus ballern. Also kein Auto. LOL! Hä? Okay. Fehlgeschlagen. Ich kotze im Strahl. Es fängt schon wieder an. Was war denn da jetzt ich los? Ich weiß nicht. Da waren die Pöller hier, diese Hütchen. Aber das war doch egal. Du springst. Nee, statt Monster stand es dann fehlgeschlagen. Und von da aus fahren wir danach. Den von Jay hast du ja gesehen. Ja, wo die den gemacht haben, weiß ich jetzt nicht. Ja, das sage ich dir direkt danach. Das ist nämlich der, wenn wir die große Brücke, die du gerade gesehen hast, da hochfahren. Das ist der zweite, den wir dann machen werden. Weil da ist so ein Loch im Gitter drin. Und den werden wir dann nehmen. Aber ich dachte mir, das ist besser, weil wir jetzt genau in die Richtung von dem springen. So. Wenn du den hinkriegst. Hoffe ich doch mal, ne? Hoffe ich auch mal. Das ist schwierig zu lenken, wenn da diese komische Perspektive ist. Fehlgeschlagen? Ja, dann nochmal. Wieso ist der fehlgeschlagen? Wahrscheinlich bist du nicht weit genug und nicht schnell genug gewesen. Ich bin einfach hoch aufgebockt, warum auch immer. Ja, wegen der Kante? Fehlgeschlagen! Weg rechts ab. Kann auch sein, dass der nur für Fahrrad ist. Wo rechts? Hier hin. Da rechts, genau. Da auf dem Parkhaus. Auf dem Parkhaus? Weißt du? Okay. Da, wo ich mich mal versteckt habe. Da hinten. Ja. Da jetzt rechts. Rechts. Das ist Parkhaus. Ja. Ne, und welcher? Der oder der? Fuck. Der linke. Gereicht hat. Ich doch niemals. Der ist nicht mal ausgeschlagen. Nee, warte mal. Ich hasse Monster. Ich gucke. Sie verarscht mich immer wieder. Gather Speed and Land Power Street. Nee, wir müssen genau auf die andere Seite. Genau den anderen. Den muss anscheinend auf die andere Seite springen. Power Street Scheiße. Ist nämlich genau auf der anderen Seite. Also da Auto. Hoch, aber den da vorne. Wäre schon nice, wenn wir einen schaffen würden. Das ist problematisch, aber wir werden es gar nicht. Let's go! Ja auch nicht. Nein! Hä? Du bist drüber gesprungen. Ja, aber wie soll ich. Ja, es war ein Fehlschlag. Aber wie soll ich das denn machen? Du kannst ja gar. Du bist so schnell. Ich versuch's nochmal. So. Und hier Anlauf? Ja, würde ich sagen. Sieht auf jeden Fall auf dem Bild. Also, hier, ich habe nicht zu allen Bildern, aber hier sieht das zumindest so aus. Er macht dabei selber mit dem Motorrad. Abgeschlossen. Sehr gut. Sehr gut. Okay, pass auf. Da hoch. Da, wo der weiße LKW ist, dann biegst du jetzt links ab. Und fährst diese Rampe, die du siehst, hoch. Ja, okay. Und weißt du, wenn du dann geradeaus fährst, kannst du dich daran erinnern, dass dieses Loch im Zaun... Auf der rechten Seite, ja. Genau, jetzt einfach geradeaus, quasi. Wait, ist das nicht rechts hier, das Loch? Nee. Ach so, da, yo. Ja, das ist da ein Monster musst du durch. Das ist ein Monster-Stunt. Abgeschlossen. Klar? Okay, pass auf, dann jetzt rechts. Es wird hart, aber ich probier's. Ja! Nice! Fehlgeschlagen. Ach komm, Alter. Okay. Probieren das ist so traurig, ey. Probieren wir einen anderen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Links. Genau.
So, jetzt ein bisschen langsam, damit ich das erklären kann. Und zwar jetzt auf der rechten Seite sofort gibt es einen Stunt auf die Autobahn ja, hoch. Ja, okay, sehe ich. Ah, siehst du denn auch die Rampe? Ja. Genau, den machen davor wir jetzt. Davor uns sind die anderen, die machen den auch gerade. Jo. Die musst du benutzen. Okay. Ich verstehe nicht, wie man einen Monster-Stunt machen kann und nicht. Nicht schaffen kann. Ich weiß nicht, ob du auf den Reifen, also sachte, landen musst, vernünftig. Was von hier aus? Oh, das ist. Ist egal, Hauptsache. Ah, die haben bestimmt gefailt, du hast geschafft. Ist abgeschlossen, ja? Yes. Ja, sehr cool. Guck dir die an, die Lutscher! Perfekt, du fällst hier runter, hier rechts runter. Weißt du? Jetzt da, nach hinten! Wieso ich kann nicht anders steuern! Wieso fliegen die anderen so viel weiter? Also, tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich das Auto denn bitte steuern, während das Auto, während ich fahre? Mit dem rechten Stick kannst du den steuern, wenn du... Ja, okay. Dann steige ich halt auf Dingens oben. Nee, mit dem linken Stick. Also, mit einem Stick kannst du es halt steuern. Oh mein Gott, sind wir hier gefangen in der Müllhalde. Das ist zum Kotzen gerade. Das Haus, was du da links hast, der Ammunition-Club. Wie komme ich da hoch? Ja, genau. Das ist der Stunt. Weiß ich auch noch nicht. Hier rechts vielleicht? Nee. Moment, ist das der? Moment, oder das der? Ist, das ist. Kannst du mal ganz. Ach nee, ich kann die Kamera ja selbst lenken. Der vor uns ist das. Okay. Zumindest der hier auf dem Bild angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob das beides welches sind. Die werden mir zumindest nur als einer angezeigt. Und hier wird nur angezeigt, nur der vor mir. Nur der jetzt hier gerade aus. Ich versuch mal von hier aus. Ja. Gerade. Ah, das ist nicht so viel Speed gewesen, muss man sagen. Abgeschlossen, okay, dieses Snack. Wollen okay, wir den perfekt. Anderen auch probieren? Nee, also hier steht nur Stunt 6. Du kannst es probieren, aber hier steht nicht, dass das einer ist. Ich fahr einmal kurz hoch. Ja, okay, fahr einmal hoch, das ist in Ordnung. Ein Try machen wir. Ich finde es halt das Steuern mit dem Controller so viel schlechter in dem Spiel. Genau, in eine andere Richtung, genau. Ja, das drücke ich! Nice! Fehlgeschlagen. Okay, mach nochmal. Nee, ist keiner, gut. Also, keiner. Next. Okay, pass auf, dann fährst du jetzt die linkste links. Oder da ist scheißegal, nach rechts dann jetzt. Ja, nach rechts, okay. Ja, genau, nach Norden. So, wunderbar, wir fahren bis zur Autobahn. Ja. Und zwar, Jump from 8th Avenue to Strawberry Avenue. So, die Power, was ist denn die 8th? Die 8th Avenue ist nicht die, sondern jetzt rechts sofort. Okay, muss halt auf den Olympic Freeway, aber das haben wir ja gerade gemacht. Alter, was machst du da? Ich wollte drehen. Ich kann nicht mit diesem scheiß Controller vernünftig spielen. Ich bin einfach besser mit der Tastatur. So, jetzt bin ich aber auf jeden Fall schneller. Dreh dich um! Er dreht sich nicht zurück. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Versuch mal ein bisschen weiter so zu springen, ein bisschen weiter rechts zu springen, dass du nicht auf die Bahnstation springst, sondern auf den Freeway. Das ist Fragen, ne? Hier steht Jump from 8th Avenue to Strawberry. Oder? Wissen? Da vorne. Ja, das ist genau der. Jump from the ramp on the right side of the road and land on the flood control drain. Also du musst unten in diesem Wasserteil landen. Oh Gott. Es gab nicht mal den Monster-Stunt-Shit. Oder ist das der daneben gewesen? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Versuch den mal einfach ein bisschen weiter rechts zu nehmen. Also, dass du rechts weiter drauf fährst. Dass du gerade auf die Fahrbahn springst. Genau, so. Ja, mega. Was tust du? Oh mein Gott. Der Wagen steuert sich einfach so. Ich kann da nichts machen. Nein! Aber also, du kannst mit dem Stick kannst du doch dagegen lenken. Kann ich nicht, weil es nicht funktioniert. Doch, das hat doch gerade funktioniert beim ersten Mal, wo du das gemacht hast. And land on the flood control drain. Ist das die Rampe? Nee, ich würde... Der könnte... Also der könnte... Meinst du, das ist die Rampe? Jo, das könnte sein. Okay, ja, probier die. Aber es kommt nicht immer auf Speed an, wie wir vorhin gesehen haben. Ja. Oh mein Gott. Hey, du musst halt nur das Ziel quasi erreichen. Also in dieser... Ja, okay. Das ist ja schon beschissen, du musst zumindest über diese Dings drüber kommen, glaube ich, damit du in dem Kanal unten landest. Ja, genau. Bist. Dafür brauchen wir halt schon ein bisschen Speed. Wieso kommen denn jetzt hier immer LKWs? Wollt ihr mich komplett verarschen? Nee. Oh mein Gott. Ich habe aber wieder nicht dieses Ding gekriegt. Können wir jetzt einen anderen haben? Muss kurz gucken, wie schnell wir da hinkommen wieder. Weil wenn du es hier verkackst, ist schon richtig beschissen, muss man leider sagen. Ja, okay. Hinter dir. Ja. Da wärst du dann rechts direkt. Durch das Stahltor und dann rechts. Ja, komm, dann machen wir den anderen. Der ist echt okay. Schwierig, vor allen Dingen, wenn der mal LKW spawnt. Also wenn ich das richtig hab, musst du halt smooth da durchfliegen und auf allen Vieren vernünftig landen. Ja, genau, nice. Ja, nice! Da ist halt immer die scheiß Lampe. Oh mein Gott, diese Lampe. Alter, lass da aus.
So, hinter dem Tunnel unterscheidet sich Jump from 8th Avenue to Strawberry Avenue. So, Pillowbox Hill. Jetzt müssen wir wieder gucken, ist das der Innenstadt? Ne, der wird halt nicht sein. Also der ist auf der unserer Seite, ist der. Ah, okay. Und zwar... Stückchen geradeaus, machen wir langsam. Stopp, 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 stopp. Rechts, rechts, rechts. Irgendwo da rechts ist was. Und dann ist da Use Southeast Corner Wooden Ramp. Fahr mal rechts. On Rooftop of the Parking Garage. Okay, wir müssen auf die Parking Garage. Ja. Ist es nicht? Ich würde sagen, ein nach oben könnte der sein. Ja, fahr mal geradeaus durch, fahr mal die Rampe da links und dann quasi nach oben. Und dann ist auf jeden Fall vor der Autobahnbrücke. Ja, das dürften wir auch wohl schaffen. Das ist ja wohl easy. Du musst dir nur Gas geben. Ich geb nur Gas, mehr mache ich nicht. Ja, aber du musst auch gegensteuern, dass der halt nicht flippt. Nice, nice, nice. Ja. Haben wir, oder? Abgeschlossen. Yeah. Ja, eins. Leck mich am Arsch. Okay, weiter südlich. Das ist genau dieser Halbkreis, den du hier hast. Das kann nicht der hier sein, ne? Das könnte sehr sein. Du kannst ausprobieren. Das sieht auch nicht, als wenn du da aus, als wenn du durch die Straße bis zur Straße kommen. Oh mein Gott. Wär's gewesen? Weiß ich nicht. Er hat nicht geslowt auf jeden Fall. Okay, wir brauchen einfache Jumps. Sowas schaffen wir. Ja, ich verstehe halt nicht, wieso die anderen nicht funktionierten. Ich verstehe, vielleicht weil man nicht da landet, wo man landen soll. I don't know. Bike, fast car, bike. Hast du? Abgeschlossen. Nice. Okay, dann fahr mal Richtung Süden, Richtung Hafen. Das sieht, weiß ich nicht nach Monsters. Ich sehe kein Monsters dann zumindest. Genau, aber hier, also unter dieser Ecke wird ja angezeigt. So, ich lese nochmal vor, da steht. Jump from Elgin Avenue to Strawberry Avenue. Keine Ahnung, also Straßennamen, gar keinen Plan. Ja, ich weiß, aber die werden da unten rechts immer angezeigt. Ach so. Ja, fahr doch mal da hoch. Und neben der Brücke am Ende ist irgendwo, was ist das für einer? Annie. Use Dirt Mount next to the irgendwas. Der ist geradeaus. Aber welche ist denn die Jump Street? Wahrscheinlich die. Ja. Jay macht das. Nice! Gut! Fehlgeschlagen. Nein, der war doch gut! Das ist zum Kotzen. Das war doch gut! Ja, was soll ich machen? Das ist doch richtig nice, Jay! Das ist halt einfach immer fehlgeschlagen, ey. Ja. Nee, der kommt da immer in Scheiß. In Schräglage und sowas. In Schräglage halt ziemlich schnell. Okay, du bist. Da, die Straße hier, das ist die Elgin Avenue. Du sollst von hier aus runter auf die Strawberry Avenue springen. Das könnte der? Also der sein. Ach, der. Ja. Ist halt leider sehr eng. Ja. Steht auch Bike. Ja. Boah, ist der eng. Schafft? Abgeschlossen, ja. Okay, sehr cool. Haben wir da gemacht, dann umdrehen in Richtung Autobahn. Das machen wir einmal noch. Oh, jetzt habe ich auch die... Fehlgeschlagen. Nein, kriegst du einen fehlgeschlagen vorher, ja, weil du die Ampel berührt hast, glaube ich. Die ist halt Lampe. Da immer. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hast du sie weggeheatet. Nee, die Laterne kam auch gerade ein paar Mal. Ja, wo fährst du hin? Mehr Anlauf. Okay. Okay. Und zwar da geradeaus. Ja. Nee, stopp. Ah, genau, da rechts. Das hier. Oh mein Gott. Ja. Und zwar springst du auf die La Puerta. Das ist einfach darunter. Ich glaube nicht, dass du so schnell sein musst dafür, wenn ich das hier so richtig sehe. Ja, so viel Anlauf habe ich jetzt auch nicht. Letzter Try für den Monster Stunt hier. Alter. Oh Gott. Ja. Passt alles. Massad! Ja! Ich habe nicht mal einen Aufschlag dafür bekommen. Ach krass. Okay, dann fahr mal da hinten, hinter dem Bottich links. Ne, also da, wo der Monsterstand ist, hin. Jetzt rote Ampel. Abgeschlossen. Abgeschlossen, sehr cool. Okay, dann würde ich jetzt umdrehen. Und wir machen jetzt den Draining Jump nochmal von da oben. Okay, check. Genau, und da auf dem Eisenbahngleis. Irgendwo ist da was. Oh, das ist ein Zug! LOL! Oh mein Gott, den hab ich nicht gesehen! Nein, weil ich suche! Oh Alter! Das ist ein Witz. Ey, wie viel Scheiße kann man... Warte. Use ramp between railroad tracks.
Ey, pass auf, ich würde sagen, wir probieren das und wenn nicht, fährst du dort unten trotzdem einfach durch bis nach Süden. Ja, okay, check. Es sind halt durchgehend Autos, man kann gar nicht richtig. So, wir haben noch 16 Minuten. Oh, da ist das der! Der ist das! Jo. Wir haben den falschen genommen. Wieder da hoch. Also, hier soll irgendwo eine sein. Da müsste eine Rampe sein. First Ramp. Ding? Ja, ich denke schon. Ja, denke, das sieht sehr gut aus. Fast Car oder Fully Tuned Bike? Also, wir haben ja ein Fast Car. Also, wir haben ja eines der schnellsten Autos überhaupt. Du machst das, Jay. Aha. Warte mal, scheiße, ich bin falsch gefahren. Oh mein Gott, wo ist das Ding da hinten? Da, ja. Da genau, da Bristols unter Bristols ruhig. So, und da jetzt. Alter, ach, du Scheiße. Mein Gott, ey, das ist so zu kotzen. Du hast nicht ganz so viel genau, start hier auf den Bahn entschieden. Aber meinst du, das reicht? Ja, das super reicht. Car fast sein soll. Ja, weil sonst hebst du halt zu krass ab. Ja, 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 ja! Nice. Fehlgeschlagen. Was wir das Ding berührt haben? Ich hab keine Ahnung. So, und jetzt ist der einen weiter unten. Und ja, der müsste einen weiter. Das ist ja auf dem. Ja, das heißt, du fährst jetzt hier links, geradeaus, geradeaus. Und dann fährst du links, wo die Autos hier entgegenkommen. Ja, ja, ja. Nach unten. Und da wieder die Auffahrt nach oben. So, und da ist er dann vor dir. Ja. Ich hab mich dafür so viel Energie auch gebraucht. Ich muss nur bis unten in dieses Drowning-Ding reinkommen. Easy Snack. Sehr gut, dann fährst du jetzt erstmal durch. Ein Stück. So, wir fahren jetzt genau da unten hin, wo du gesagt hast. Wir müssen gleich irgendwann rechts hoch, aber das ist ja noch haben wir ein bisschen. Jetzt sind wir da. Aber noch ewig Zeit, bis wir irgendwo hoch müssen. Aber wenn du gleich irgendwann links hoch wäre eigentlich viel cooler. Komm, 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 komm! Ja! Nice, der ist gut, da ist der Bottich nicht im Weg, ja! Er muss jetzt abgeschlossen. Ja! Ja! Endlich! Zwei! Ey. Der okay, drei schon, oder? 47? Ach nee, 47. Ja, egal. Fahr mal hinten rechts zu dem Containerhafen. Genau, da unten weiter zum Containerhafen. Ja, genau, die da. Ja. Und dann müssen wir jetzt sofort einen kleinen Shenanigans machen. Und zwar hier rechts musst du fahren. Da rechts, da rechts, da rechts, da rechts. Ja. Oh, wow, okay. Und jetzt hier links. Ne, Moment. Wir müssen da runter. Runter. Ne, wir müssen noch drüber. Wir müssen noch. Ne, Moment. What? Der hat. Okay, der hat uns verarscht. Okay, da rein. Da rechts rein. Wow, toll, danke. Das ist für Radar für nichts. Da müsste was sein. Ja. Guck mal. Nee. Da ist ein Sandhaufen. Links, 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 links. Auf der anderen Seite. Aber das ist doch hier die Rampe. Nee? Warte mal. Genau, okay. Da, genau so musst du da drüber fahren. Genau so. Okay. Ja, Sandhaufen sind generell super. Gott, Gott, oh, 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 oh! Scheiße. Fehlgeschlagen. Schild. Ja, das war der Schild. Alter, Warte, aber da auf der Seite gibt's auch noch einen. Da steht, use dirt mount next to southern edge of Jump Street Ramp in the front of the some shipping containers to jump onto Camp Street Water Overpass. Und irgendwo hier. Aber dirt mount? Irgendwie hier oder auf der. Da auf der anderen Seite, auf der anderen Straßenseite ist das. Links. Geradeaus. Links. Da. Ah! Und du springst da hoch. Ach, auf die Straße. Ich glaube auch nicht, dass du so viel Speed wieder brauchst. Ich glaube, du musst nur oben auf der Straße landen. Okay, geschlagen. Das ist schwierig. Okay, machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Kein Problem. Genau, da hinten ist ja. Da können wir mal hin und her springen. Das ist gut. Ja. Oh, vielleicht zu weit. Hä? Fehlgeschlagen. War jetzt zu weit oder zu kurz? Ich würde jetzt sagen, zu weit, oder? Stop as soon as you land, so you don't die running into barriers or other objects. Na, du darfst halt nichts anderes. Abgeschlossen. Den hast du gemacht. Nice. Ja, drei. Den haben wir. Bams. Ja, da werden wahrscheinlich einfach so Tausende haben, ey. Du darfst halt innerhalb des Fluges und kurz nach der Landung nichts hitten. Also direkt auf die Bremse. Weil dieser Zaun da. Fehlgeschlagen, scheiße. Ja. Aber wir räumen da alles frei. Ich weiß gar nicht, ob du so schnell sein muss. Ja, sehr gut. Haben wir. Haben wir. Okay, dann darf er wieder runter. Auf den Parkplatz, wo du gerade standest. Ja.
Und zwar jetzt am Ende, ein Stückchen weiter, da wo der Zug gerade fährt, da links. Quasi. Also du siehst den Zug vor dir. Nee. Was willst du denn? Ich dachte da links, okay. Nee, zu dem Zug, da zu den Gleisen und dann links. So, pass auf. Da steht, use ramp between railroad tracks to the north and La Puerta. Jump across the channel. Ach du Scheiße. Kannst du dir halt einmal mal angucken. Jump across the channel, alles klar. Das wird insane. Und danach müssen wir aber hier wieder rüber. Damit du schon mal Bescheid weißt. Wir merken in den Statistiken die Monster-Sons drin. Ja. Easy Snack. Geil, dann jetzt da wieder irgendwie da hoch und wieder zurück. Sieht aber gut aus. Ja, abgeschlossen. Nice. Okay, dann wieder runter von der Insel und auf die andere Insel da hinten links wieder rüber, wo wir vorhin waren. Und jetzt auf der rechten Seite sofort. Ich weiß nicht, ob das hinter dem Rohr ist. Pass auf, hier steht Folgendes. Also Use Trailer Ramp. Ich sehe. Rechts. Jo, genau. Und zwar onto La Puerta Elsa Fields Free Ramp. Okay, wir haben folgendes Problem. Hier sind zwei Ramps. Auf den Freeway? Das sind auch beides. Okay. Genau, also da ist jetzt den du jetzt machst, der ist take the trailer ramp as fast as possible or you won't clear the side of the freeway when using a bike. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Bikes hier deutlich angenehmer wären, aber egal, müssen wir machen. As fast as possible ist natürlich auch eine Ansage, aber ich probiere erstmal mit dem Anlauf. Probier erstmal. Guck mal, die anderen sind auch gerade hier. Scheiße! Ja, ist egal, mach's nochmal. Die anderen sind auch hier hingekommen. Okay, die anderen sehe ich natürlich nicht. Trailer Ram. Auf der anderen Seite? Da, hier, da. Genau. Da ist sie. Ja. Die sind auch gerade da. Die machen den gerade. Haben sie weg! Haben sie weg, die Schweine! Oh, das wäre fast die Musik. Wenn der fertig jetzt kaputt. Oh mein Gott. Also klar. Fein ins Wasser. Halt ihn auf, wir sind weiter vorne. Ja, der wird jetzt failen. Scheiße. Zählt deiner? Nee, failed. Du musst die Trailer-Ramp machen, ja. Oh nein! Scheiße! Ich hab den auch nicht geschafft. Ich hab den selber auch nicht geschafft. Okay, oh, Scheiße, was machen die denn jetzt hier? Die Hoden-Kobolde. Haben sie ins Wasser. Also du kannst halt aussuchen, was du von beiden machst zuerst, wenn ihr halt auf den Sack geht mit Jay. Gut, die haben nehmen aber Anlauf. Arschkühe. Die sind sauer, ey. Glaubst du, wir sind in Führung? Ich glaube, wir sind in Führung. Ja, wir probieren nochmal. Okay, da... Oh, ein bisschen weiter rechts. Ah ja. Ja, das ist aber schwer, ja. Weil das halt super eng ist. Ja, ja, geht halt nicht so gut. Ja, die haben es geschafft, glaube ich. Aber du machst das jetzt. So nämlich. Abgeschlossen, dieses Snack. Abgeschlossen, sehr gut. Wieder da runter. Genau, du darfst auf der anderen Seite nicht in die Trailer und so weiter berühren. Dann fällt der Monster-Stunt. Du musst quasi die Lücke schaffen, dass du da links springst, aber auf der gegenüberliegenden Seite nicht irgendwo reinfährst. Also da ja, das kann man nur vor mit dem Boden berühren. Machen, ne? Easy Snake! Okay, und wieder dahin. 1, 2, 3, da gibt's noch 4 Stück. Hier ist noch einer. Ja, ich gucke mal. Kann es sein? Ja, der ist auch. Ja. Der andere, den kannst du auch machen. Das wird nicht. Doch, zählte. Nice. Nice! Okay, dann da unten wieder den anderen. Du kannst da hinten aber zurückfahren. Du kannst da hinten runterfahren. Genau andersrum kannst du runterfahren. So, okay. Da links den Weg, genau, geradeaus. Weiter. Stopp! Hier in der Nähe ist es, und zwar, also ich weiß noch nicht genau wo, und zwar hier steht, use ramp on east side of the building, jump northwest over the building. You only have to clear... Hier. Geil, wir sollen unten gehen. Sehr gut, nehmen wir mit. Mustard. Der probiert immer noch da hinten. Der Lappen. Ja, danach geht's auf der linken Seite quasi von dem Gebäude hier weiter. Okay, kann sein, dass du über alles drüber musst. Ach du Scheiße. Okay, vielleicht brauchen wir da deutlich mehr Speed. Ja, genau. Siehst du das? Nö. Das Ding. Links. Ach, links, das Teil. Links. Ah, das Ding. Ja. Da steht zumindest dran Fast Car. Also, nachdem wir jetzt bisher zwei mit Bike ausprobiert haben, die nicht funktioniert haben, ich weiß nicht, ob du in einem Bike halt sitzen musst. Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass das einfach nur Preferred ist, weil das... Weiß ich nicht. Nice. Sieht gut aus.
Der muss doch gepasst haben. Ja, hat er. Nice. Soll ich den trotzdem probieren? Wir können das trotzdem probieren, weil das wären sonst alle gewesen hier. Aber ich finde, du machst das sehr gut bisher, Peter. Dankeschön, mit du Ruhe. Auch. Wir brauchen nicht viele Versuche bisher für die Sachen. Scheiße. Na, ist egal. Vielleicht. Ich glaube, du darfst die Silos nicht treffen. Also entweder musst du rechts landen oder links auf der Straße, glaube ich, für den Monsterstand. Hier steht, use trap on the side to jump north over the building. You only have to clear the building and land on the road on the other side of the buildings. Don't go too fast on this jump. Ah! Machst das gut. Oh Gott, oh Gott. So nicht. Yes, Geronimo! Boah! Alter. Fehlgeschlagen. Da war ich vielleicht nicht schnell genug. Soll ich weitermachen oder anders? Nee, lass mal was anderes tryen. Okay, wohin? Warte mal, Flughafen. Flughafen. Okay, das heißt, du musst nur über das kleine Gebäude hier springen. Nicht mal sonst nicht, weißt du? Das ist schon zu weit. Das ist schon zu weit, meinst du? Ja. Ach so, ich glaube, nur über das Gebäude selber. Oh Gott, das ist jetzt ein Scherz, oder? Ich glaube, wir haben uns fast gefahren. So. Ich glaube, wir müssen F2. Ja, würde ich auch sagen. Scheiße. Ich glaube, genau, du musst nur über das Gebäude drüber springen. Mach mal quasi so hier aus dem Stand. Ja. Sofort. Ja. Dann haben wir nur so hopp. Okay, du darfst nicht das Gebäude treffen. Glaube ich. Oder hat doch geklappt. Nee, fehlgeschlagen. Im Prinzip musst du einfach nur straight drauf zufahren und geradeaus. Und dann Gas geben. Und dann, ja. Perfekt. Abgeschlossen. Knapp. Ja, danke. Ja, sehr gut. Okay, pass auf. So, jetzt hinter dir, genau. Rechts. Da müsste schon die Autobahn sein. Monster Stunt. Aber da steht... Damit ich durchs Tor komme, oder was? Ja, aber da steht auch dran, dass das Bike ist. Ich weiß ja, ich versuche es einfach mal direkt. Ja. So, genau hier an der Kreuzung befindet sich das. Und zwar, hier use Trailer Ramp to jump onto the roof of the warehouse. Ja, okay, das ist doch da vorne rechts. Da ist das. Don't take the ramp too fast and be careful of the AC units and vents on the roof when landing. Okay, ich mach mal einen kleinen Jump. Dann mach mal einen kleinen Jump. Okay. Deswegen versuche ich ein bisschen weiter. Sieht gut aus. Fehlgeschlagen. Okay, ja, nochmal. Oh. Ja, na, du hast hier nicht getroffen. Ja, ich weiß nicht, ob das halt klappt, weil das Auto vielleicht ja, zu breit ist. Aber. Wir tryen das einfach. Tryen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nice. Der war eigentlich gut. Fehlgeschlagen. Ja. Wohin? Neben den Parkhäusern sind die beiden Rampen. Natürlich bei so einem Trailerpark schwierig ist. Ach komm, jetzt musst du ja genau vorlaufen, ne? Komm, du bist unser Glücksbringer. Nee. Warte nicht, okay. Vielleicht ist das mit dem Motorrad, kannst du besser die Richtung lenken. Mit dem Auto halt nicht. Weil wir sind halt komplett vorgegeben, was die Richtung angeht. Okay. So, wir haben noch 3 Minuten 48. Wenn der jetzt nicht klappt, machen wir einen anderen. Der nächste ist auf der anderen Seite von dem Warehouse und geht auch da hoch. Ja. Mach auf entspannt. Wie gesagt, vielleicht noch langsamer. Ja, vielleicht auch noch langsamer. Wenn du wirklich nur so den Höppel machst und dann direkt ja, aber dann springe ich daneben, ist das Problem. And land in the small parking lot. Also ich denke, man muss auf dem Gebäude landen. Ja. Ja, ja, das sieht doch gut aus. Ich habe keine Ahnung, wo der... Abgeschlossen. Easy. Nice, und dann spring links runter. Und dann so leicht nach links lenken dabei. Ja, versuche ich. Ja, okay, da war ein Ticken zu wenig. Don't take the ramp too fast. Ah, das könnte... Nee, Fing schlagen! Ja, deine Mutter! Du hast die AC hinten berührt. Ja. Mit deinem linken Reifen. Komm, ganz ehrlich, aber das war gut. Wir machen das ganz in Ruhe, Penner. Ja, aber das Problem ist ein bisschen random. Ich bin dafür, dass wir gleich einen anderen ausprobieren. Okay, das ist der letzte Versuch. Okay, dann runter. Und rechts. Das Ding. Das Ding, genau. Wo muss ich da landen? Und ich glaube, du musst da unten auf dem Parkplatz landen. Also auch einfach Gas geben, so wie gerade. Gas geben, drauf, einfach geradeaus. Und halt gerade laden. Landen. So. Ich glaube, du musst da einfach auf dem Parkplatz landen.
Genau. Ja, es ist schwierig, die Steuerung ist schwierig. Ja, ich mach nochmal. Wo bin ich denn gelandet? Ich glaube, du musst... Ich glaube, ich muss gar nicht so viel Gas geben. Use trailer ramp to go jump on the roof of the warehouse. Take the ramp as fast as possible. Hier. Siehst du schon? Yo, hier ist es. Und du musst halt, ja. Easy Snack abgeschlossen. Ja gut, fährst du weiter. Fährst du, ja, egal. Okay. Kannst runterfahren da und fährst aber das Warehouse weiter. Und am Ende vom Warehouse sofort rechts. Okay. Also quasi von hinten ans Warehouse ran. Weil da ist use the trailer to jump onto the roof of the warehouse. Don't take the ramp too fast. Jetzt quasi rechts, rechts. Prepare for takeoff! Du musst halt nur auf diesen Plug, also könnte sein. Ja. Nice. Okay, dann weiter Richtung City. Bye. Noch 1,59. Soll ich den hier suchen weiterhin? Mit dem Bike? Oder soll ich zur City? Nee, fahren wir zur City. Okay. Nicht zu fast. No, okay. Genau, not too fast. Don't, because careful AC units and vents. Okay, das ist aber auch hier wieder ganz wild. Ja, er ist auch mit Bike eigentlich, aber hey. Easy. Gar kein Problem, nichts passiert. Ja. Abgeschlossen. Abgeschlossen, okay, dann links, runter. Du machst jetzt nochmal den da vorne. Ja, okay. Wir haben noch eine Minute und der Rest ist echt weit weg. Dann hast du die ganze Insel geschafft. Oh. Das sieht gut aus. Nein, was? Ey, du hast Ticken zu schnell. Du hast beim Aufkommen hast du die Wand berührt. Habe ich die Wand Sekunden. Berührt, ja. Okay, aber... Ja, aber gut. War ein guter Sprung. Was war fehlgeschlagen? Was war fehlgeschlagen? Was habe ich denn noch berührt? Weiß ich nicht. 24 Sekunden. Einmal noch. Das sieht man in diesem Vorschaubild nicht so gut. Ach du Schande. Gar kein Stress, wir haben ja noch 19 Sekunden Zeit. Between the roads and keep a left angle. Ich glaube, du musst da hoch. Genau, da auf der Seite, genau. Da hoch. Die Zeit ist rum. Ah, wo ist der? Und da irgendwo müsste der between the roads. Keine Ahnung. Da soll irgendwo einer sein. Wir fahren eine Try. Zu weit rechts, scheiße. Na gut, okay. 5 Sekunden noch. Wie viele haben wir? Du musst die Statistik müssten wir haben. Da stand gerade 36 noch übrig. Weil bei mir ist nämlich in der Statistik steht 0. 14 haben wir. 14? Okay, ja. Mal gucken, wie gut die anderen waren. Ja. Wir sind gekommen, um zu herauszufinden, wer der Beste war. Das beste Team. Wie viele Monster-Stunts schafft man in 30 Minuten? Also Sebastian hat mich sehr gut durchgeleitet. Ja, Bram mich auch, muss ich sagen. Aber es gab halt irgendwie so Monster-Stunts, da stand Bikes preferred und das hat dann auch manchmal die auch nur probiert? Mit Bike geklappt, glaube ich. Ja, die haben wir so gemacht, ja. Habt ihr geschafft? Also ich habe eine geschafft. Einen haben wir nicht geschafft, den wir uns vorgenommen haben. Der war sehr belastend. Aua, okay, wir haben so hart verloren. Na, Jake, kannst du mal Escape drücken und gucken? Ja, ich weiß, wie viele wir haben. Okay. Also, ich sag mal so, ich bin ja ein Tastaturspieler und das alleine hat mich schon zu Problemen geführt, weil du brauchst die Air Control. Du Air Control brauchst, ja, richtig. Control, das heißt, ich musste irgendwann richtig. Nach 5 Minuten oder sowas, hab ich dann auf Controller erstmal gewechselt. Ja. Nachdem man gemerkt hat, dass alles nicht funktionierte. Egal. Also wir haben 15 Entdeckte. Habt ihr da schon mehr? Wir haben 16 Entdeckte. Oh. Okay, und ihr habt einen nicht geschafft, heißt ihr habt 15? Nee. Okay, wir haben auch 15 Entdeckte, du hast recht. Aha. Ja. Okay, also wir haben auch 15 entdeckt. Okay, wir haben nicht alle geschafft, erstaunlicherweise. Mann. Ja, wir haben alle nicht geschafft, wir haben 14. Okay, wir haben 9. Ah, oh, scheiße. Ja, keine Chance. Das war schwierig. Lastend. Ja, gut. Stark schon, Dennis. Ja, stark von dir, das war gut. Haben wir gut zusammengearbeitet. 14 Monster-Stunts geschafft in 30 Minuten. Keine Ahnung, ich bin da zu blöd für. Das ist nur die waren Ding aber gewesen. Auch. Nee, das ist ja egal. Wir haben wahrscheinlich auch unterschiedliche probiert, nehme ich mal an. Abgesehen von dem einen, wo wir uns hier im Hafen getroffen haben und uns am Sack gegangen sind. Ja, das war mal wieder eine GTA Online Challenge. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.